Auf die Post will man sich einfach verlassen können. Die Realität sieht aber leider häufig anders aus. Der Zusteller kommt nicht immer täglich und in Völklingen stehen viele Bürger derzeit häufig vor verschlossenen Türen, wenn sie dringend ein Päckchen oder ein Einschreiben zur Post bringen möchten. Wegen Krankheitsausfällen hat die Filiale am Markt schon die ganze Woche geschlossen, zum Ärger der Kunden und der Stadtverwaltung. Julia Berdin berichtet. So läuft das in Völklingen schon fast die ganze Woche. Zahlreiche Postkunden verlassen die Filiale unverrichteter Dinge. Seit Mittwoch hat sie geschlossen. Und auch sonst seien die Öffnungszeiten nicht besonders zuverlässig. Das ist jetzt schon das dritte Mal, wo ich daher komme. Gestern war zu und heute ist auch zu. Ich wurde auch schon darauf hingewiesen, dass man vorher am besten anrufen sollte. Ja, habe ich jetzt nicht getan. Ich dachte, sie hätten eigentlich wären offen, weil das auch so im Internet stand. Da kommen Leute, die treffe ich dann, die kommen von Lauterbach hierher gefahren, weil die eine Benachrichtigung haben, die können ihr Päckchen nicht abholen. Und normal, soweit ich weiß, ich glaube 7 oder 9 Tage Frist gibt es ja bei DHL. Da müssen die hingehen und müssen die abgelegten Päckchen oder die nicht abgeholten zurückschicken. So, jetzt weiß ich ja gar nicht, wie es bei denen da drin aussieht. Viele sind halt echt verbal halt sehr erbost, kann man irgendwo auch verstehen. Vor allem, wenn sie 3 Tage hintereinander herkommen und ja. Aber leider ändert sich eben nichts. Solche Vorfälle passierten häufiger, heißt es auch aus dem Rathaus, wo inzwischen verstärkt Beschwerden von Bürgern aufschlagen. Wir sind eine Mittelstadt mit um die 40.000 Einwohnern. Und es gibt eine Verpflichtung, der Post hier zugegen zu sein. Ja, deswegen habe ich eben gesagt, es reicht eben nicht nur, hier zugegen zu sein, sondern auch Öffnungszeiten hier zu haben. Grund für die aktuelle Schließung der Filiale sind laut Postbank Erkrankungsfälle, für die keine Vertretungen gefunden werden konnten. Weiter teilt man auf SR-Anfrage mit. Ab kommenden Montag werden wir die Filiale in Völklingen wieder zu den regulären Zeiten öffnen und werden sicherstellen, dass dies dauerhaft so bleibt. Zu diesem Zweck werden wir zunächst Vertretungskräfte aus benachbarten Filialen einsetzen, mittelfristig aber auch zusätzliches Personal einstellen. Die Stellen sind bereits ausgeschrieben. Die zur Abholung lagernden Sendungen habe man erneut an die Empfänger zustellen lassen und die Abholfristen verlängert.